Leute, Hobby die Irre Gamer Engineers. Ups, das Bild war gefreezed. Das sollte eigentlich nicht passieren. Ich wollte jetzt kein Ei kacken. Falls man das jetzt denken sollte, dann habt ihr euch geirrt. Okay. Also, die Steuerung an meinem Controller ist sehr, sehr fein, wie ich feststelle. Ja, Bottles, dein Mist interessiert keinen. Ich kann's auch selbst erklären, das hier ist eine Notentür. Um die zu öffnen, brauchen wir 50 Noten, also es wird halt jedes Mal dort angezeigt. Und das ist eine Art Zauber, den Grundhilda halt darauf gelegt hat, damit wir da nicht durch können. Jetzt ist es aber so, wir können das Ganze hier lösen. Und im letzten Part haben wir es tatsächlich geschafft, Mumbo's Mountain abzuschließen. Und das in einer Folge. Ich habe das nämlich dann noch einfach hinten dran gehängt. Ich habe nämlich ein Puzzleteil vergessen. Das ist mir komplett entfallen. Willkommen im Jammertal, jetzt beginnt die pure Qual. Geöffnet ist die Tür zur Welt. Habt ihr Angst und Hass bestellt? Ja, und das hier. Hallo, meine Helden. Ich bin Brenthilda, Grundhildas jüngere Schwester. Ich möchte euch helfen. Es wird Zeit, dass man der alten Schachtel eine Lektion erteilt. Ich weiß alles über Grundhilda und werde euch bei jedem Treffen drei ihrer miesen Geheimnisse verraten. Vergesst meine Hinweise bloß nicht, denn ihr werdet sie noch brauchen. Drückt B, wenn ihr etwas über Grundhilda hören wollt. Grundhilda putzt ihre Zähne mit stinkendem Käse. Bäh. Ihr Haar wäscht sie mit Motoröl. Ihre Kleidung holt sie sich aus dem Hexendiscounter. Muss zwangsweise nichts Schlechtes sein. Nur weil es billig ist, heißt es nicht, dass es schlecht ist. Ich meine, das ist jetzt, glaube ich, auch schon etwas länger her, aber ich habe mal, glaube ich, aus dem Urlaub eine Kappe mitgebracht, die dort 2-3 Euro gekostet hat. Also, lächerlich wenig. Der magische Kessel ist aktiviert, findet 2 gleicher Farbe, um eine Abkürzung zu schaffen. Ja, die Kessel sind sehr nützlich. Ich will kein Ei kacken, verstehst du das? Aber ich halte den Controller eigentlich komplett gerade, also verstehe ich nicht, was das Problem ist. Und hier haben wir direkt das Puzzle für die nächste Welt. Also man kann die Puzzlestücke auch wieder entfernen, man kann auch einfach Z drücken. Dann setzt man, glaube ich, alle zugleich ein. Oder war das Start? Weiß ich jetzt gar nicht. Die zweite Welt, Treasure Trove Cove, ist eine der Welten, die ich persönlich nicht so wirklich in Erinnerung habe. Also ich erinnere mich an die fünfte Welt, an die sechste Welt. Die siebte, die war überhaupt geil. Die achte habe ich gehasst, wie die Pest. Die mag ich nämlich gar nicht. Die zweite kann ich mich nicht erinnern. Die dritte ist mir auch ziemlich auf den Senkel gegangen. Ah, hier bin ich falsch. Ich wollte eigentlich woanders hin. War eh klar. Moment, ich werde kurz angerufen. Hasse mein Handy. Jo, Leute, geht bereits weiter. Ich hatte nur einen sehr, sehr wichtigen Rückruf erwartet. Es ist halt ausnahmsweise mal nicht allzu spät.
Und hier können wir uns in der Nähe auch gleich den nächsten Tipp abholen. Ich muss mir jetzt nur merken, dass wir 4 Minuten im Voraus einmal kurz eine Partlänge hatten. Also, dass ich 4 Minuten früher rechne, also circa um 19. Hier ist ein Extra-Leben. Und hier ist nochmal Brinthilda. Moment. Der Lieblingsgeruch der alten Warzenfratze ist schwitzender Arfenfuß. Man behauptet auch, ihre Lieblingsfarbe sei Grabsteingrau. Okay, das ist jetzt nicht so schlimm. In der Hexenschule war ihr Spitzname Warzenkopf. Kann ich mir vorstellen. Also die beiden verkörpern so gesehen eigentlich Gegensätze. Hier ist Click-Clock-Wood. Das hier ist eine weitere Welt. Ihr zittert ja wie Espenlaub. Macht euch besser aus dem Staub. Ja, die Sprüche wiederholen sich aber leider nach einer Zeit. Aber momentan hatten wir das, glaube ich, noch nicht. Wichtig ist nur zu wissen, wie man jetzt weiterkommt. Und zwar wird einem nicht der Weg direkt gezeigt, aber es gibt eh nicht viele Auswahlmöglichkeiten, obwohl es, glaube ich, möglich ist, jetzt schon die dritte Welt zu öffnen und zu betreten. Aber wir machen das natürlich alles nach der Reihenfolge. Wir verdünnisieren uns jetzt in Treasure Trove Cove. Ja. So schaut das eigentlich nicht aus. Das ist im Übrigen ein Bug, den ihr da gerade seht. Und hier ist... das Wasser etwas speziell. Hier muss man nämlich vor diesem Hai davon schwimmen. Und das ist manchmal gar nicht so leicht. Und das, was ihr dort hinten seht... ist... ja... etwas ganz... Spezielles. So. Wir werden jetzt nicht mehr allzu weit in dieser Welt kommen. Aber was wir auf jeden Fall noch machen können, ist das hier. Von diesen kleinen Krebsen gibt es auch natürlich eine große Version, ist ja klar. Das ist Nippers Strand. Mir kommt ihr nicht vorbei. Das werden wir noch sehen, Krustenherren. Diesen frechen Vogel sollte man die Flügel stützen. Ach ja, versuch's, wenn du dich traust. Ja, man muss ihn einmal angreifen lassen und nach einer Zeit kann man ihn angreifen. Wenn er so aufmacht. Ist jetzt nicht besonders schwierig. Trotzdem habe ich jetzt ein Leben verloren. Mein Gott, na. Nicht so schlimm, jetzt ist das Vieh tot und wir können in die Muschel rein. Ganz nett im Übrigen. Ist auch, ja, so ein ganz, ganz leichter Boss, könnte man sagen. So wie Konga in der vorherigen Welt. Aber das hier kennt man im Übrigen auch aus dem Intro. Und die brauchen entweder eine Stampfattacke, geben aber auch 2 Honigwaben. Nur... brauchen sie halt 2 Treffer, wenn man sie anrollt. Mit der Stampfattacke kann man die sofort besiegen. Gibst du ihr? Sowas. Ja. Ist jetzt nicht besonders schwierig, ist aber auch erst die zweite Welt. Und wir machen jetzt natürlich auch keinen Speedrun daraus. Obwohl ich dazu irgendwie auch Bock hätte. Wie gesagt, ich kenne das Spiel, aber die Welt ist mir jetzt... also zumindest jetzt erst wieder in Erinnerung gekommen. Ach, ja, da war ja was. Da war ja was. Dieser Pirat, der da heult, dieses komische Nilpferd, was man da oben sieht. Der Kerl, ich weiß nicht, wie ich zu dem sagen soll, aber... ja. Der vermisst etwas ganz Spezielles, und zwar seinen Goldschatz.
Und das ist im Übrigen dasselbe Objekt, das ihr hier gerade seht. Ahoi, ihr beiden. Ich bin Captain Blubbers sagenhafter Goldschatz. Ja, das ist uns bekannt. Also zumindest mir. Aber da ja das Spiel relativ alt ist und sich nur wirkliche Core-Gamer von Rare, also die sich Rare zum Hauptentwicklerstudio gesetzt haben, was sie halt durchspielen, naja, dass nur solche Leute kennen und das schon relativ alt ist, wäre es nicht verwunderlich, wenn die meisten Zuschauer das Spiel nämlich schon kennen. PS, ich habe das schon mal Let's Played. Allerdings ist das Let's Play sauscheiße geworden und ich habe es mal wieder gelöscht. Nach einer Zeit, ja, kannst du haben. Toll, das ist der erste Hälfte meines Schatzes. Ja, und hier drin ist jetzt weiter. Das war noch so ein kleiner Fetzen an Erinnerungen, die ich an dieses Spiel noch habe. Zumindest an diese Welt. Ich kenne auch noch einige Bugs auswendig, die sind relativ witzig anzusehen. Aber die werden wir dann bei gegebener Zeit herausfinden, beziehungsweise ich werde sie euch natürlich auch zeigen. Und die Mumbo-Schädel werde ich nicht alle sammeln. Im Übrigen, weiß ich jetzt gar nicht, ob es in dieser Welt einen Mumbo gibt, aber ich glaube. Mein Schatz, ich konnte heulen. Vielen Dank, ihr Süßen, nehmt dies als Belohnung. Ja, da gibt uns ein Puzzleteil. Wie freudig. Die Schnappmuschel da hinten, keine Ahnung, was das für eine genau ist, aber eine Jakobsmuschel ist es definitiv nicht. Kamera spinnt mal wieder rum. Aber die Noten, die werden wir trotzdem alle sammeln, egal. Ich bin ein rote Feder. Wenn Kazooie das Fliegen gelernt hat, werde ich ihr dabei behilflich sein. Und hier lernen wir auch schon besagten Move. Hey Hühnerbein, das ist hier nicht aus. Du wirst jetzt das Fliegen lernen. Na endlich wurde aber auch Zeit, Würmerfresser. Es ist so leicht, sogar du Vogelhühn wirst es können. Stell dich auf eine blaue Flugplatte und drücke den A-Knopf. Hier sind 25 rote Federn, die beim Fliegen helfen würden. Bis bald. Ja, es hat auch einen Sinn, warum er rote Federn sagt. Das sind nämlich nicht die einzigen in dem Spiel. Den Move lernen wir, was ich weiß, sogar schon in der nächsten Welt. Ja, es geht schlagartig voran. Leute, es geht wirklich schnell voran. Okay, aber wir machen jetzt erstmal woanders weiter. Im Übrigen gibt es Bereiche oder kleine Flecken auf der Karte, bei denen der Hai aus irgendwelchen Gründen nicht auftaucht. Aber fragt mich nicht, wo die sind. Hier geht's noch weiter. Ups. Ach, das ist lästig. Die Kisten haben so eine ganz ekelhafte Smooth Edge. Ich weiß nicht, wie ich das am geschicktesten beschreiben soll. Das ist sowas ganz, ganz ekelhaftes. Hier hinten ist auch noch ein Puzzleteil. Oh, wir kommen eigentlich ganz gut voran, wenn ich das so richtig sehe, weil wir haben es noch gut die Hälfte der Zeit. Naja, okay, nicht ganz, aber 10 Minuten haben wir durchaus schon noch. Ich werde versuchen, so wenig wie möglich ins Wasser zu fallen, weil dieser Hai kann manchmal auch ziemlich ekelhaft schnell sein. Also, nicht wundern, wenn das passiert. Hier vorsichtig hoch. Ich wusste es. Das passiert nämlich ganz gerne, dass er dann zurückrutscht. Die Gingos sind in dem Spiel, also in dem Level, Entschuldigung, gar nicht so leicht versteckt.
aber man hört sie. Man kann sie hören, wenn man möchte. Das ist auch etwas schwierig, deshalb war ich kurz leise. Diese... Ja, ich will es ehrlich gesagt nicht wirklich Schatztruhe nennen, aber eigentlich ist es ja eine. So, die Mine, derer müsst ihr ausweichen. Die wird euch nämlich ansonsten versuchen zu treffen, ist ja klar, so was Minen halt tun. Ihr müsst halt einfach nur schnell genug tauchen. Und auch schnell genug wieder auftauchen. Und am besten taucht ihr so zu einer kleinen Edge hin. Weil dann kann die euch nämlich nicht sehen. Also die bleibt dann einfach in der Mitte. Erst wenn ihr rausspringt, dann schnallt ihr das. Und versucht euch natürlich zu attackieren. Würde man ja, glaube ich, als Mine, wenn man eine wäre, auch tun. So, die töten wir mal ganz schnell. Ja. Ah, Noten... Uiuiuiui. Die Noten sind ja auch irgendwo in Schatzkisten teilweise drinnen. Uiuiuiui, das wird schwierig. Ah, und jetzt sind wir auf diesem komischen Plateau. Verstehe. Ah, da sind noch blaue Eier drinnen. Die brauche ich nicht wirklich. Ah, auf den Palmen sind ja auch noch welche. Stimmt, stimmt, stimmt. Man muss auf jeden Fall einmal um die Insel rum. Es bleibt einem... bloß nicht runterfallen. Zumindest noch nicht. Noch ist es... schlecht, wenn wir runterfallen würden, aber das legt sich dann auch gleich wieder. Denn etwas spät, also etwas weiter vorne, bekommen wir, soweit ich weiß, einen neuen Move. Es ist genauso der Move. Ja, genau, da ist er. Oh nein, man kommt da sogar über die Kisten hoch. Na egal, wir haben jetzt erstmal die Puzzleteile geholt. Der Supersprung wird euch in andere Dimensionen entführen. Nimmt Kasui das in die Hand? Ich bin so müde. Keine Sorge, der freche Truthahn ist an der Reihe. Stell dich auf eine grüne Sprungplatte und halt den A-Knopf gedrückt. Wunderbar, das werden alle Moves, die ihr hier lernen könnt. Ja. Jetzt können wir zu diesem komischen Bucket auch runter. Den kacken wir jetzt zu. Mit Eiern. Und dann können wir in die Sandburg da unten auch rein. Und das ist was ganz Spezielles. Das ist nämlich sogar der Cheat Room dieser Welt. Also es gibt im gesamten Spiel einen Cheat Room und der ist hier drinnen. Mag jetzt lächerlich klingen, dass man in Banjo-Kazooie Cheats braucht, aber da gibt es schon ganz, ganz coole. Und hier ist, also es ist relativ leicht eigentlich. Man muss einfach nur Banjo-Kazooie schreiben. Ben, wo ist das N? Das J ist ganz hinten. Banjo K. Wo ist das A? Wo ist noch ein A? K, A. Z. O. Wo ist noch? Ein drittes O muss es noch geben. O, I. Und E. Hier muss man einfach nur Banjo-Kazooie eintippen und... Hinter dem Gitter wartet der Preis. Ja, das ist so eine frechere Krabbe, also eine stärkere. In dieser Welt gibt es wieder zwei Honigwaben. Es gibt, glaube ich, in jeder Welt zwei. Soweit ich mich erinnern kann, waren es zwei. Das ist auch dann im... Banjo-Tooie gleich? Ich bin mir nicht sicher, ob es im Banjo-Tooie auch so ist. Keine Garantie drauf. Aber ich glaube, wenn ich hier auf Statistik gehe... Ja, da haben wir alles. Wir haben 24 Minuten im...
Mumbos Mountain verbracht. Das ist eine gute Zeit. Das ist schnell. Sehr schnell. So, jetzt werden wir uns noch ein paar Noten holen, damit das schon mal etwas weiter vorangetrieben wird. Ich meine, eigentlich könnte man, wenn man längere Parts machen würde, so wie ich früher. Ich habe ja früher, glaube ich, eine halbe Stunde oder so Let's Play, also zwischen 25 und 30 Minuten war das meistens. Jetzt sind es eigentlich so meistens um die 23. Das war erfolgstechnisch eigentlich das Beste und Angenehmste für die Zuschauerschaft. Zumindest laut den Kommentaren von Lichtwolf und Laurelinks16 hat das, glaube ich... Nee, der oder die hat das nicht geschrieben. Wer war denn der Zweite? Also Lichtwolf fand die 15 bis 20 Minuten am angenehmsten. Nur 15 Minuten... ich weiß ja nicht. Das war für mich halt immer so... Ja... Das war für mich immer zu kurz irgendwie. Da hat sich's für mich nicht gelohnt, dass ich den PC aufdrehe. Oh, das ist jetzt wieder ganz dreckig. So, jetzt gerade hoch. Gibt's da noch irgendwo welche? Aber hier ist der Jinjo. Bam. So, hier holen wir uns die Noten. Aber aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Ihr müsst natürlich bitte bedenken. Ich spiele hier mit einem... Was ist das genau? Ah, das ist ein Switch Pro Controller. Und das hier ist ein Spiel der N64. Der N64 Controller ist nicht so fein kalibriert wie der Switch-Controller. Das heißt natürlich, dass die Controller-Settings maßlos natürlich übersteuern. Das kann man natürlich mit der Software, die da oben ist, ausgleichen. Aber nicht perfekt. Zumindest ich kann es nicht perfekt. Jetzt müsst ihr natürlich damit rechnen, dass ich etwas an Steuerungsverzug leide. Aber das ist nicht so schlimm. Okay, die hier hat Noten. Ups, hoppla. Okay, die hier hat noch rote Federn. Erledigt. So, auf den Turm schauen wir noch hoch, dann wird gesavestated und das war's dann. Ja. Oder soll ich, komm schon, soll ich noch die 100 Noten sammeln? Ich weiß zwar nicht auswendig, wo die sind, aber komm. So schwer kann es ja nicht zu finden sein. Oh ja, ich glaube, ich weiß sogar, wo die sind. Die Quest mache ich später. Flieg. Die verbleibenden Noten sind nämlich, glaube ich, verteilt. Perfekt, oder? Ich sage ja, ich habe das Spiel ja doch noch etwas mehr Intus, als ich dachte. Ach komm, die 100 Noten, die suchen wir jetzt noch. Ich glaube, ich habe sie soeben gefunden. So, der Fressenschalter von der, die Kanone schießt's raus. Wir holen uns noch die Noten und dann ist dieser ziemlich geile Part eigentlich. Also ich hätte jetzt eigentlich fast Bock, noch einen zu drehen. Aber da spielt die Zeit leider nicht mit. Erzähl mir jetzt, dass ich eine Note irgendwo verbammelt habe. Müssen mich ärgern. Oder gibt es da wirklich irgendwo eine einzelne? Kann ich da rein? Mach nichts kaputt, Benjo. Bitte. Oh. Nein, das führt nur hier wieder zurück. Komm, Alter, wo ist die eine Note? Das wird mich ja jetzt hoffentlich nicht aufhalten. Ich weiß, wo die ist, Leute. Ich glaube, ich weiß, wo sie ist.
Ja, hier ist sie. Dann wird das schon mal erledigt, Leute. Also, komm, den... Ich zeige euch noch was. Ich zeige euch wirklich noch was. Hier ist ein Jinjo. Den können wir uns auch noch ganz ohne Probleme holen. Aber Leute, jetzt ist wirklich Schluss für heute. Habe die Ehre, Gamer Engineers. Ups, jetzt wäre mir fast der Controller runtergefallen. Aber schon wieder. Bis zum nächsten Mal.